Das heutige Geschehen an den Finanzmärkten kann man relativ einfach zusammenfassen. Erst herrschte gute Laune, dann wurde die Laune etwas schlechter. Und der Grund, warum sich die Laune verschlechtert hat, ist, dass dieses Goldilocks, dieses beste aller Welten-Szenario der Wall Street, nämlich, dass die Wirtschaft eine weiche Landung absolviert, die Inflation aber zurückgeht dennoch und dann die Fed sogar die Zinsen senken kann, also besser geht nicht. Dieses Szenario kommt jetzt vor allem durch die steigenden Energiepreise unter Druck, denn diese Energiepreise setzen die Konsumenten unter Druck, die können dann weniger für andere Dinge ausgeben, also schwächt das die Wirtschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite schüren diese Energiepreise eben die Inflation und das bedeutet, dass die Notenbanken eben die Zinsen nicht senken können und das widerspricht in diesem Goldilocks-Szenario. Manchmal ist die Wirklichkeit ja ein bisschen widerborstig, gerade gegenüber diesen illusionären Traumszenarien. Und das müssen die Märkte so lange auf so ein bisschen jetzt realisieren. Und deswegen kippte eben die Stimmung. Und wenn wir uns anschauen, warum die Stimmung kippte oder was genau der Anlass war für dieses Kippen der Stimmung, dann sehen wir, es waren Zahlen aus Kanada. 14:30 kam die deutsche Zeit. Hier haben wir gesehen, die Inflation höher als erwartet von den Märkten. Warum? Weil eben die Gaspreise gestiegen sind, also die Benzinpreise könnte man sagen, aber das gilt ja für die Energiepreise dann mehr oder weniger insgesamt. Jetzt haben wir also heute frische Zahlen aus dem August in Kanada bekommen. Wir hatten ja schon die August-Inflationszahlen aus den USA, aber die Wall Street hat trotzdem ziemlich verschnupft reagiert, weil die Währungsräume eben letztendlich ja auch sehr ähnlich sind, aber es ist jetzt nicht wirklich eine neue Erkenntnis, dass die Energiepreise eben die Inflation nach oben drücken, aber irgendwie hat das die Wall Street oder die Aktienmärkte der Wall Street so ein bisschen geschockt. Die Aktienmärkte haben ja gelegentlich so ein bisschen eine lange Leitung und du musst zweimal mit dem Zaunpfahl auf den Kopf klopfen, den Aktienmärkten, damit sie dann realisieren, hups, da ist ja was. So war es dann heute scheinbar auch wieder. Wir sehen das dann. Vor allem die 5-jährige US-Staatsanleihe über 4,5% gestiegen ist, das erste Mal seit 2007, auch die kürzer laufenden, die 2-jährige US-Staatsanleihe deutlich gestiegen, also vor allem die kürzer laufenden Anleihen, die eben sehr stark auch auf die Fed-Politik, auf die Zinspolitik der Fed reagieren und steigenderen Ditten heißen in der Regel nicht so gut für die Aktienmärkte, vor allem die Tech-Aktien leiden so ein bisschen darunter und das ist genau das Problem, das jetzt die Fed auch hat, der Ölpreis oder die Energiepreis schüren die Inflation und bremsen gleichzeitig das Wachstum. Jetzt kam noch dazu, dass Aserbaidschan ja diesen Krieg um Bergkarabach gegen Armenien wieder beginnt. Aserbaidschan aber ein sehr wichtiger Energielieferant ist, wie wir wissen, sehr großer Buddy der EU. Auch das natürlich sehr fragwürdig angesichts der Verhältnisse dort. Higher spending on gas often precedes recessions, so diese Bloomberg-Grafik. Ja, ganz klar, wenn die Leute weniger sozusagen für andere Sachen ausgeben können, dann sinkt die Nachfrage und dann wird es mit der Wirtschaft eben schwierig. Und das gilt auch natürlich für die Eurozone, für uns hier. Der Ölpreis treibt die Spritpreise, die Ölpreisrallye geht weiter. Benzinpreis steigt über 1,90 den Liter. Selbst die EZB, so ein Artikel aus der FAZ, sieht die Auswirkungen auf ihren Kampf gegen die Inflation. Also dann muss das schon sehr offensichtlich sein, dass die EZB das dann auch bemerkt. Da hat man ja so in Sachen Inflation so ein bisschen, naja, eine schwierige Geschichte, sag ich mal. Erzeugerpreise 40%, Frau Lagarde, nö, Zinsen, die tun wir nicht anheben, das geht schon von alleine wieder zurück. Ne? Also das ist natürlich nicht gerade jetzt ein brillantes Arbeitszeugnis für die Europäische Notenbank. Heute hat die spanische Notenbank dann ihre Inflationsprognose nach oben genommen. Klar, das wird dann ein bisschen unlustig, aber es bedeutet natürlich, wenn die Inflation durch die Energiepreise hoch ist und diese Benzinpreise, die werden sich jetzt dann auch in die Inflationsberechnung zum Vorjahresmonat sehr deutlich niederschlagen. Hier mein Kollege hat hier mal einen Artikel geschrieben mit dieser Grafik, die zeigte, wo denn eigentlich so die Preise für Benzin ungefähr in diesem Zeitraum viertes Quartal letzten Jahres gewesen sind. Und da sehen wir, da sind wir jetzt schon ziemlich deutlich drüber. Das heißt, das wird einen Inflationsschub dann nochmal bringen, der dadurch eben bedingt ist. Und dann kann ja eine Notenbank schlecht hergehen, selbst wenn die Wirtschaft jetzt schon schlecht läuft und die Zinsen eben massiv senken. Hier nochmal grafisch illustriert das Goldilocks-Szenario.
der Wall Street, nämlich man geht davon aus, durch die Analysten nach wie vor, dass die Wirtschaft ja ganz toll wird, weswegen dann die Erwartungen für die Earnings der US-Unternehmen immer größer wird. Hier sind die Earnings über die nächsten 12 Monate und hier sieht man sozusagen, was im April gedacht wurde, da war man pessimistischer, aber das ist jetzt bis September wieder deutlich nach oben gegangen. Also da ist man geradezu in einer Lala-Welt, wo man sagt, ja, ist ja alles so schön bunt hier, aber das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil eben diese gestiegenen Energiepreise auch an den Unternehmen nicht vorbeigehen, sondern das erhöht ja auch deren Kosten. Jetzt sagen die Arbeitnehmer, ja, guckst du, meine Kosten steigen auch, ich will mehr Geld, also diese Preis-Lohn-Spirale. Erst steigen die Preise, dann wollen die Arbeitnehmer immer mehr Löhne und das zuletzt vor allem angesichts dieser immer mehr Artikel, die wir gesehen haben. Ja, Soft Landing, das wird ja alles ganz, ganz schick. Und jetzt hatte kürzlich allerdings Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, einen Artikel im Wall Street Journal, Why a Soft Landing Could Prove Elusive, also etwas sich als illusionär erweisen könnte. Also so langsam macht's Klick in den Köpfen und Mike Sicardi weist darauf hin, dass je mehr von Soft Landing gesprochen wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Schauen Sie sich mal an, 2000, was war da los? Soft Landing und so weiter, Bums, wir wissen, was dann passiert ist. Genau das Gleiche, kurz vor der Finanzkrise, da schossen diese Begrifflichkeiten, Soft Landing, wird alles gut, Kinder, entspannt euch, die schossen geradezu durch die Decke. Das Gegenteil ist passiert und wir sehen jetzt schon die Auswirkungen der Energiepreise beim amerikanischen Konsumenten. Hier eine Umfrage, die frisch ist, wo gefragt wird, ja, also wie willst du denn, wirst du mehr ausgeben für Konsum in nächster Zeit oder weniger? Und wir sehen, dass diejenigen, die sagen weniger, das geht deutlich nach oben, wie jetzt die UBS bemerkt. Wir haben jetzt praktisch einen der höchsten Werte in den letzten 12 Jahren, ohnehin die Konsumenten in den USA ja teilweise belastet durch die Rückzahlung der Student Loans, die ab 1. Oktober zurückgezahlt werden müssen. Und jetzt sehen wir, dass auch heute zum Beispiel die Housing Starts, die Baubeginne, so schwach waren wie seit Juni 2020 nicht mehr. Also natürlich hohe Zinsen, das ist auch ein Problem für den ganzen Immobiliensektor. Und hier nochmal offizielles Goldilocks-Szenario durch die Atlanta Fed, die sagt, ja, also jetzt 19. September, da gehen wir davon aus, dass das dritte Quartal, das ja nur noch wenige Tage dauert, dass wir dann ein Wachstum von 4,9% gehabt haben werden. Das ist optimistisch bis sehr, sehr sportlich. Aber Morgan Stanley heute mit einer Analyse, die sagen, ja, nächste Woche bekommen wir dann die neuen Zahlen, die Revision, die zweite Veröffentlichung des BIPs. Und das dürfte wahrscheinlich um ein halbes oder um 0,8% nach unten revidiert werden. Und deswegen glauben wir, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird. Vielleicht stimmt das. Wir werden sehen, was die Fed machen wird. Aber sie gerät natürlich unter Druck durch die Energiepreise. Jetzt kommt eben diese Preis-Lohn-Spirale sichtbar in diesen Verhandlungen zwischen den Autogewerkschaften in den USA und den großen Autokonzernen. Jetzt sehen wir ein Ultimatum des Gewerkschaftschefs, der gesagt hat, also wenn bis Freitagmittag hier keine Lösung gefunden ist, dann wird dieser Streik massiv ausgeweitet und das würde bedeuten, dass die Autobauer in den USA praktisch Ausfälle von $600 Millionen pro Tag hätten. Also das ist genau wieder dieses unschöne Szenario, dass praktisch die Wirtschaft dann schwächer wird, aber die Autofirmen werden sich das nicht lange leisten können, nicht zu produzieren, also werden sie den Gewerkschaften entgegenkommen, das wiederum treibt die Preis-Lohn-Spirale, das wiederum wird dann eben die Fed zwingen oder wahrscheinlich nicht in die Lage versetzen, eben die Zinsen wirklich zu senken. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist überwiegend rot. Das ist die sogenannte Heatmap des S&P 500. Wir sehen Verluste. Es geht, es ist jetzt nicht dramatisch. 0,8, der Nasdaq noch am schwächsten, minus 0,9. Aber wenn wir uns eben die Geschichte insgesamt mal anschauen, dieser Bullenmarkt, von dem alle ja so sprachen, und das sei der beste Bullenmarkt Markt aller Zeiten, so oft Kommentare auf mein Video, dann sehen wir mal die Aktien, die den S&P outperformed haben, also besser gelaufen sind als der Index selbst und das sind geradezu schon Katastrophenwerte, die wir eigentlich bei Crashes wie im Corona-Crash gesehen haben, also das ist eine Story von wenigen Tech-Aktien gewesen und diese Tech-Aktien basieren oder diese Euphorie basiert auf der KI-Euphorie, die wahrscheinlich jetzt auch nicht so richtig berechtigt ist und dementsprechend sind da Bewertungen der Fall
weil die natürlich schwer zu halten sind. Wenn die Zinsen jetzt lange oben bleiben oder nicht so schnell fallen, wie die Wall Street sich das Ganze erträumt hat, hier sehen wir mal einen bösartigen Kommentar, dem Sie bitte nicht glauben sollten. Nämlich Michael Kramer, der sagt, ich denke, der S&P wird erstmal auf unter 4200 Punkte fallen, weil es schlichtweg keinen Grund gibt, für Aktien so hoch zu sein für eine längere Zeit. Und er meint damit vor allem die Tech-Aktien. Die anderen Aktien sind ja teilweise überhaupt nicht so gut gelaufen. Gucken wir mal der Volatilitate, gucken wir der VIX, der ist heute 5% gestiegen. Und normalerweise, saisonal, ist das jetzt eine ziemlich gute Zeit für steigende Volatilität. Diese Phase zwischen ja, 2. Septemberhälfte, ab 19. September, also praktisch ab heute, die ist in der Regel ziemlich unhübsch. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel in diesem Zeitraum einen Abverkauf von über 6%. Das muss ich natürlich nicht wiederholen, aber wir sehen schon eine statistische Auffälligkeit, dass das in der Regel nicht so richtig gut ist nach dem Septemberverfall. Mal sehen, wie es diesmal reinkommt, denn wenn jetzt die Fed das letzte Mal die Zinsen bereits im Juli angehoben haben sollte, morgen wird sie es ja sehr, sehr wahrscheinlich nicht tun. Normalerweise ist das gut für Aktien. Die Phase, also wenn die letzte Zinsanhebung passiert ist, dann geht es den Aktienmärkten normalerweise gut. Es sei denn, wenn eine Rezession kommt. Und das ist das große Problem. Hier sehen wir das mal oben illustriert in diesem Chart. Ohne Recession sehen wir sehr freundliche Aktienmärkte. Mit Recession geht es eben deutlich nach unten. Und ich versuchte Ihnen mit ein paar Evidenzen zu zeigen, dass es eben doch sehr wahrscheinlich ist, dass wir in eine Rezession gehen. Das hat der Anleihenmarkt ja schon lange antizipiert durch die invertierten Zinskurven. Interessant, wenn wir jetzt mal vom Marktgeschehen weggehen. Es gab ja viel Aufregung um dieses Huawei-Phone, das Mate 60, das ja sehr viel mehr kann als zum Beispiel das großartige iPhone von Apple. Jetzt hat sich Raimondo, die Handelsministerin der USA, hat sich geäußert vor dem Kongress und gesagt, es gibt nach wie vor keine Evidence, dass that China can make advanced chips at scale, also dass sie großflächig wirklich sehr leistungsfähige Chips machen können, die Chinesen. Weiß ich nicht, inwieweit sie es können oder nicht, aber interessant, dass die Amerikaner das auf jeden Fall negieren. Kommen wir jetzt noch nach Germany, kommen wir also zu uns. Heute die OECD mit Aussagen, es gibt zwei Staaten, die nicht wachsen, das ist Argentinien und Deutschland. Also wir sehen, da sind wir ökonomisch in allerbester Gesellschaft, meine Damen und Herren. Also, das könnte ein Fußball-Endspiel sein oder es ist ein ökonomisches Abstiegsspiel, ne? Relegation könnte man sagen, wer steigt ab, wer kann gerade noch die Klasse halten. Ne? Ich vermute, die Argentinier, die sind technisch noch besser als wir. Aber hier der Marcello Fracerino, der sagt natürlich, das ist alles ein Schmarrn, gell? Also das ist alles übertrieben. Keine Deindustrialisierung nennen. Ja, manche werden abwandern, aber das hat es schon immer gegeben. Okay? Manche Unternehmen versuchen halt Ängste zu schüren und mehr Geld vom Staat zu erpressen. Genau, Marcello, okay? Alles Erpresser, diese Wirtschaft. Ne? Nur diese praktische mit öffentlichen Mitteln bezahlten Superforscher wie du, Marcello, okay? Die also noch nie irgendwo was gearbeitet haben, die wissen genau Bescheid. Ne? Da sind wir ja froh, dass wir solche Leute haben, die dann auch die Regierung beraten und immer in den Medien vorkommen, weil es halt so schlau sind wie der Marcello. Ist ja nicht jeder so schlau wie der Marcello, gell? Muss er halt auch in die Medien kommen, das ist er auch, ja, das können wir froh sein. Jetzt zeigen wir aber dem Marcello mal die Statistik da unten, nämlich die Industriestrompreise. Da sehen wir, 2019 war Deutschland mit 2 Cent deutlich besser dran als die Franzosen mit 4. Dann hat sich dieser Vorteil praktisch egalisiert im Jahr 2021. Und wo sind wir jetzt? Auf bayerisch gesagt, sind wir bei 16 Cent und die Franzosen haben 8 Cent, also die Hälfte. Ne? Und wenn ich jetzt energieintensive Produktion habe, was mache ich dann? Dann sage ich doch, muss ich vielleicht woanders hin, weil ich kann nicht mehr konkurrieren. Trimet, eine Aluminiumfirma, die einzige Firma, die in Deutschland noch Aluminium, Premieraluminium produziert, hat in Südfrankreich ein Werk und hat da überlegt, wie in Deutschland auch, einen Großteil der Produktion runterzufahren. Dann hat der staatseigene französische Energiekonzern EDF gesagt, wir geben euch einen 10-Jahres-Vertrag,
der praktisch sogar unter unseren Kosten ist. Und dann hat Trimet gesagt, ja, dann machen wir das. Also eine deutsche Firma, die in Südfrankreich eigentlich dicht machen wollte, aber die Franzosen haben gesagt, nee, wir sind interessiert, dass ihr da die Arbeitsplätze haltet. Also kriegt ihr den Strom günstiger und jetzt sind sie wieder voll in der Produktion. Das zeigt so ein bisschen, wie die Sache wirklich gelagert ist. Und das wollte ich Ihnen auch noch hier zeigen. Gruppen 6 widerspricht dem Marcello Fratscher. Also da müssen wir sehen, was für Idioten da an der Wall Street sind. Du kannst dem Fratscher nicht widersprechen. Das ist logisch unmöglich, aber der Mann hat immer recht. Ne? Und hier sieht man eben die Schwäche der chinesischen Wirtschaft, eben die hohen Energiepreise. Und das sind so vor allem die Probleme, die die deutsche Wirtschaft hat, also angeblich hat. Ne? Der Marcello weiß ja, die haben wir gar nicht. Ne? Also das ist ja das Wichtige. Hier sehen wir Problem für die Fed. Ölpreis schürt Inflation und bremst Wachstum. Diese unschöne Geschichte. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Benzin. Ab Dezember können wir uns freuen dann über höhere Jahresinflationsraten wieder. Zweite Empfehlung. Und dritte und letzte Empfehlung. Risse im System von Xi Jinping. Da ist jetzt der Verteidigungsminister verhaftet worden, Außenminister weg von der Bühne, Verteidigungsminister, Raketenkommission, und das sind alles Leute, die teilweise Xi Jinping berufen hat, die also sozusagen auf seine Verantwortung gehen, und das ist ein Riesenproblem derzeit für den allmächtigen Herrscher. Hochinteressante Analyse der Herrschaftsstrukturen in China, dringend zu empfehlen. Drei Artikel also in der Summe, die ich Ihnen ans Herz lege, und jetzt sage ich Servus, ciao.